Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu Tower Jump. Und wir spielen wieder mal Twitter-Runde, Twitter-Gewitter, quasi so ein bisschen, ich sag mal eben Tower Jump 2 ein. Tower Jump, okay, ja, ist ja hier Tower Jump 2. Schon viele drin, habe ich gar nicht gemerkt, hätte man gar nicht ansagen müssen, prinzipiell. Wir spielen Tower Jump 2, wieder mal ein bisschen Twitter-Glaber dabei. Was ist denn wohl jetzt so aktuell die Map, die drankommt? Ich hätte mir eine aussuchen können, habe ich aber nicht getan, weil ich keinen Bock drauf hatte. Was kommt dran? Oh, okay. Kathedrale. Wunderbar. Wir haben wieder Twitter-Fragen vorbereitet, ja? Und zwar noch von damals. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen vor ein paar Tagen. Ich habe wieder Kotze im Hals. Mein Gott, ey. So, welche YouTuber schaust du? Ich schaue wirklich viele und keinen. Also wirklich, ich setze überall mal ein bisschen rein. Bei größeren, bei sehr, sehr viel kleineren schaue ich mir gerne Sachen an und ja, und guck mir da gerne ein paar Sachen ab. Nein, nee, oh, ich habe Pink, das passt zu mir. Ich guck mir gerne so ein paar Sachen an, immer wieder bei anderen Leuten, so ein bisschen Inspiration sammeln. Nicht jetzt klauen, aber auch gerne guckt man sich mal ein bisschen so was, ne? Was machen die anderen so? Was kann man vielleicht, was ist eine gute Idee? Was kann man vielleicht irgendwie verwenden? Ist ja vollkommen normal. Das ist ja ein ganz normales Marketinggeschäft. Das macht ja jeder irgendwie. Aber so richtig gucken, weil ich drauf Bock habe, gucke ich eigentlich nur noch Game One momentan. Die lieben Leute mit Simon Kretschmer und so weiter und so fort. Die sind relativ geil. Ich habe gerade ordentlich viele Decks. Kannst du bitte mal auf einer anständigen Frame-Anzahl bleiben? Ach, guck mal, der erste ist schon tot hier irgendwie. Ich habe gerade wieder so Frame-Einbrüche, die gehen 80 Frames, 40 Frames, jetzt habe ich jetzt konstant 60 Frames, wunderbar, perfekt. Ja, also so halt irgendwie, ne? Ich kann hier mal eben runterdroppen, ist ja hier alles easy peasy measy. So, bist du schwanger? Man könnte es fast meinen, ja, ich habe durch die viel Schokolade von euch, könnte ich fast sogar schwanger sein momentan. Ich habe ordentlich zugelegt, wirklich im letzten Jahr, glaube ich, um die 7 Kilo zugenommen. Nur weil ich YouTube mache. Ich glaube, dass es daran liegt. Ich muss wieder ein bisschen, oh Gott, wie es gerade leckt. Warum habe ich denn so Aussetzer? Ich darf nicht mit Flaps aufnehmen. Ich möchte einfach mit Elgato weiter aufnehmen. Ab jetzt kommt nur noch Elgato. Scheiße hier, ganz ernsthaft jetzt. Nee, also ich, habe wirklich zugelegt und ich, aber ich bin immer noch relativ so, ich kann immer noch, oh Gott, nee, das meine ich eben mit den scheiß Lecks. Kannst du bitte mal konstant laufen? Das wäre mir ultra lieb. Nee, es leckt einfach total. Warum denn? Nie wieder nicht mit Fraps auf. Nie wieder mache ich das. So. Ja, auf jeden Fall will ich das Ganze auch wieder ein bisschen versuchen abzunehmen. So from time to time, so ein bisschen. Und deswegen, ja, mal gucken. Hast du die Video Days gesehen? Die Video Days Show gesehen? Ich nehme auf, ja, das ist richtig. Ich bin dran, wunderbar, aber ich kann halt schlecht schreiben, weil wenn ich halt aufnehme, dann kann ich schlecht schreiben, weil ich nur gerade auf. Oh Gott, das ist ein bisschen, ja, es hat nichts mit Fraps zu tun, glaube ich, weil jetzt habe ich 60 Frames, aber wenn ich von oben runterspringe, habe ich ganz wenig Fraps, keine Ahnung. Die Show habe ich nicht gesehen, nein, habe ich auch kein Interesse gehabt, so wirklich, keine Ahnung, war mir jetzt nicht so wichtig, ich war lieber auf der Gamescom, hab mit euch gechillt. Am Samstag. War mir lieber. Heiratest du bitte mal Manuel von BitteTV? Ja, okay. Alles klar. Wenn du das möchtest, dann ja. Mache ich das sehr gerne. Dann heirate ich Manuel. Aber wird wahrscheinlich nicht so doll jucken, glaube ich, wenn ich ihm das sage. Aber okay. Kann ich ja sagen, Manuel, wenn es dir mal juckt, dann kann ich dich immer quatschen, wenn wir verheiratet sind. Vielleicht hört er darauf und findet das cool. Warum Regenbogen? Ganz einfach Regenbogen, weil Kobolde. Wenn man pupst, dann pupst man ja Regenbögen. Also die Frauen, habe ich so gehört, dass die Frauen Regenbögen pupsen. Und deswegen am besten immer, wenn ihr einen Regenbogen seht, dann ist eine Frau nie weit entfernt. Oh Gott. Deswegen kann man schon mal da sagen, dass das Ganze ist schon nicht ohne. Also immer mal Regenbögen verfolgen, weil da meistens dann irgendwo eine Frau rumläuft. Vielleicht die Traumfrau eures Lebens. Wer weiß es so genau. Welches Game findest du das Beste, was du jemals gezockt hast? Das ist halt immer noch Deadly Premonition, ganz ehrlich. Deadly Premonition ist eines der geilsten Spiele, die ich habe ich schon mal angesprochen in einer Folge, ne? Von Tower Jump. Sehr geiles Spiel, kann ich jedem empfehlen.
Was hältst du von Beziehungen über eine lange Entfernung? Ist, in der du nur einmal im Jahr die Möglichkeit hast, deinen Partner zu sehen? Einmal im Jahr finde ich doch sehr, sehr happig. Fernbeziehungen an sich finde ich in Ordnung. Man kann auch in der Fernbeziehung, gerade wenn man halt 18 ist und ein Auto hat, kann man das dann ja auch irgendwie bewältigen. Jemanden oft zu sehen, so zumindest jedes zweite Wochenende oder so, finde ich vollkommen in Ordnung. Würde ich sogar auch machen, glaube ich. Hätte ich auch Bock drauf. Aber so einmal im Jahr nur eine Person zu sehen, mit der man zusammen ist, ich weiß ja nicht. Da ist dann noch irgendwann so, wo ich denke, macht das wirklich Sinn? Also, ich würde halt versuchen, so oft wie es geht, meine Freundin zu sehen. Und das wäre mir auch wichtig. Und wenn ich nur einmal im Jahr jemanden sehen könnte, dann muss man im Vorfeld auch schon überlegen, ob das Sinn macht wirklich. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das funktioniert nicht allzu lange. Meine ehrliche Meinung. Was war das für ein Ball? Entschuldigung. Das waren meine Bälle, ja. Ich droppe mal hier runter. Und der Dom, der lässt sich droppen. Aber das nicht allzu gut. Wann kommt Doom nochmal? Momentan erstmal gar nicht, weil wegen organisatorischen Gründen, ich habe das gerade alles nicht so wunderbar. Irgendwann, wahrscheinlich, hoffentlich, kommt auch mal wieder Doom, ja. Das hoffe ich doch mal sehr, dass sowas mal wieder kommt, irgendwann. Ich werde mit Malte auf jeden Fall mal reden, dass wir mal wieder ein paar Termine finden, dann kommt bald wieder Doom. Einhorn oder Pegasus? Einhorn. Ich würde gerne etwas fragen, aber habe keine Frage. Okay. Okay. Alles klar. Dann eben keine Frage. Können wir wieder meine Sachen jetzt zumachen, ne? Der weiß schon wieder, wie der Hase läuft. Aber nicht mit Moa. Denn ich schaffe das auch noch wunderbar. Wissen deine Eltern, dass du schwul bist? Nein. Wissen sie nicht, weil, habe ich ihnen noch nicht gesagt, weil es nicht stimmt. Penis. Guck mal, Penis. Also von daher werden sie es auch wahrscheinlich nie erfahren. Ich werde ihm das nie sagen, wie ich schwul bin. Mein Vater vielleicht, der wird sich auch aufregen. Das wäre nicht so toll. Der würde dann irgendwas Dummes sagen. Ich kann nicht weiter nach unten scrollen, fällt mir gerade ein. Scheiße, ist ein bisschen doof. Magst du Schlagobers? Schlagobers? What mag ich? Schlagobers? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ist es vielleicht eine Oper? Eine Oper, eine Schlageroper vielleicht, mit dem Wendler oder so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Schlageroper ist, von daher, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich muss schon auch springen dann, ne, mal. Oh, aber knapp, letzte Sekunde, alter Vater. Also habe ich keine Ahnung, bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das sein soll, Schlagobers. Weiß ich nicht, Schlag, okay. Sagt mir jetzt nichts wirklich. Welchen Film von Robbie Williams fandest du am besten? Auf jeden Fall, den ich am allermeisten gesehen habe, ist Jumanji. Der ist ja damals 1900 irgendwas gewesen, 99 oder noch früher, 97 oder so. Ich habe den wirklich 10, 12 Mal gesehen, den Film. Wirklich. Oh, nicht geschafft. Oh. Hat er den Block nicht gesetzt. Dumm. Habe ich gewonnen. Ja, ich habe Jumanji damals sehr, sehr oft geguckt, wirklich, und den 2000-Jahre-Mann und Mrs. Doubtfire, hieß das so? Mrs. Doubtfire mit Robbie oder wie war nochmal der andere? Keine Ahnung. Aber die beiden auf jeden Fall, Jumanji und der 200-Jahre-Mann, das waren zwei richtig schöne Filme. Den 200-Jahre-Mann habe ich sogar auch im 2000-Jahre-Mann, glaube ich, ne? Habe ich auch im Kino gesehen damals. Und Jumanji damals noch auf VHS, auf Kassette, mit Vor- und Zurückspulen. War eine coole Zeit damals. Dankeschön, lieber Robin, für all deine coolen Filme. Das war's auch mit Tower Jump für heute. Wir sehen uns dann beim allernächsten Mal wieder. Dann wieder mit einem neuen Twitter-Runde. Ich habe noch, glaube ich, 3 Fragen offen, die ich aber gerade nicht sehen kann, weil ich nicht im Fenstermodus bin. Sehen wir uns bald wieder. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte bei Twitter uns da mal adden. Und dann frage ich wieder spontan nach ein paar Fragen. Und dann könnt ihr wieder ein paar Fragen stellen. Danke für eure Aufmerksamkeit. mc.gamemart.de ist der Server und bis demnächst. Hauen Sie rein. Tschüss.